der Tragödie, erster Teil, Nacht. In einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer Faust unruhig auf seinem Sessel empulte. Faust, habe nun ach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Mit heißem Bemühen, da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heißer Doktor gar, und sehe schon an die 10 Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum, und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel, fürchte mich weder vor Höhle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freude entrissen, bilde mir nicht ein, was recht zu wissen, bilde mir nicht ein, ich könne was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch habe ich weder Gut noch Geld, noch Ehr und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so lange leben, drum habe ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält, schaue alle Wirken, Kraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen, o sähst du voller Mondenschein, zum letzten Mal auf meine Pein, den ich so manche Mitternacht an diesem Pult herangewacht, dann über Bücher und Papier trübselger Freund, erschienst du mir, ach, könnt ich doch auf Bergeshöhen in deinem lieben Lichte gehen, um Bergeshöhe mit Geistern schweben, auf Wiesen in deinem Dämmer weben, von allem Wissensqualm entladen, in deinem Tau gesund mich baden. Wer steck ich in dem Kerker noch? Verfluchtes dumpfes Mauerloch, wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben bricht, beschränkt mit diesen Bücherhauf, den Würme nagen, Staub bedeckt, denn bis ans hohe Gewölb hinauf ein angeraucht Papier umsteckt, mit gläsernen Büchsen ringsumstellt, mit Instrumenten vollgepfropft, durch fette Hausrat dreingestopft. Das ist deine Welt, das heißt eine Welt. Und fragst du noch, warum dein Herz sich bang in deinem Busen klemmt? Warum ein unerklärter Schmerz dir alle Lebensregung hemmt? Statt der lebendigen Natur, da Gott die Menschen schuf hinein, umgibt sie in Rauch und Moder nur durch die Tiergerieb und Totenbein. Flieh auf, hinaus ins weite Land und dies geheimnisvolle Buch von Nostradamus eigener Hand ist dir es nicht geleit genug? Erkennst dann der Sterne Lauf und wenn Natur dich unterweist.